1450 Stundenkilometer schnell. Dieser Tornado ist der ganze Stolz von Petra S. Sie ist Deutschlands einzige Pilotin, die so einen Jet fliegen darf. Die gebürtige Aachenerin ist stationiert im rheinland-pfälzischen Büchel beim taktischen Luftwaffengeschwader 33. Zur Start- und Landephase ist man tatsächlich sehr angespannt, da hier statistisch die meisten Fehler passieren können. Wenn man aber dann erstmal die Flughöhe erreicht hat und die Checks abgebacken hat, dann stellt sich so ein gewisses Gefühl der Freiheit ein. Gerade wenn man dann von oben auf den Erdball schauen kann. Besonders schön ist es natürlich an regnerischen Tagen, wenn man durch die letzte Wolkendecke steigt und dann im Gegensatz zu allen anderen, die auf dem Boden sind, die Sonne sehen kann. Nach dem Abitur trat Petra S. in die Bundeswehr ein. Es folgten Studium, Tests für die Offizierslaufbahn, Pilotenausbildung. Für den größten Teil dieser Ausbildung ging es für über 30 Monate in die USA. Teil dieser sind auch Praxislehrgänge im Überleben auf Land und auf See. Die 32-Jährige suchte immer nach dem besonderen Nervenkitzel im Beruf. Ein reiner Büro- oder Schreibtischjob kam für mich nicht in Frage. Ich wollte einen Job, der abwechslungsreich ist und der mich immer wieder vor neue Herausforderungen stellt. Und somit bin ich dann letztendlich auch bei der Bundeswehr gelandet, da mir das reine Airliner-Fliegen von A nach B zu eintönig erschien. Familie und Freunde waren Anfang eher reserviert bis hin zu skeptisch, haben mich auf meinem Weg aber immer unterstützt. Und gerade die Familie ist jetzt stolz darauf, dass ich es gewagt habe, diesen Weg zu gehen und jetzt meinen Traumjob ausüben kann. Vor jedem Flug wird der Tornado von den Piloten akribisch inspiziert. Triebwerke, Außentanks, Reifen, das alles kann überlebenswichtig sein. Petra S. weiß, dass ihr Werdegang besonders ist, doch sie weiß auch, eine Frau kann diesen Job genauso gut machen. Ich würde jetzt keineswegs sagen, dass ich dadurch irgendwie benachteiligt war oder nicht aufgenommen wurde. Es macht meiner Meinung nach überhaupt keinen Unterschied, ob man diesen Job als Mann oder als Frau ausführt. Der Ernstfall blieb für die 32-Jährige noch aus, denn nach Ende ihrer Ausbildung flogen keine deutschen Tornados mehr Auslandseinsätze. Bestens dafür ausgebildet wäre Deutschlands einzige Tornado-Pilotin aber auf jeden Fall. Mehr Nachrichten und Breaking News nur bei Bild. Schau dir hier das nächste Video an und vergiss nicht zu abonnieren.